die Hühner aber jetzt ins Bett f***en. Gute Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir gucken rüber und let's rock! Oh! Zum Losfahren schiebt. Jetzt geht's los zum. Also ist jetzt nicht mehr Skifahren, sitzt Lollen losfahren. Ihr euch langsam mit den Stöcken an. Ach. Hui. Zum Stoppen. Das war sehr langsam. Dreht ihr die Skispitzen nach innen. Hä? Skifahren. Also wie bei South Park. Pizza? Pommes. Pizza? Ach, wir machen weiter. Wer geht denn so mit Skiern bitte den Berg wieder hoch? Auf Berg Ski aufzulaufen ist so einfach. Warte mal, was? Bergauf Ski zu laufen? Bergski? Ja. Hallo, wenn ihr wieder ich tue einfach mal so, als hätte ich wieder rauf, dann müsst ihr seitwärts laufen. So, wie ein Krebs. Wie ein Krebs. Jetzt geht's ab. Alle laufen seitwärts wie die Krebse. Ich hab mich schon gefragt, warum kommt nicht der Krabben-Rave? Der ist so cool, der Krabben. Madame, wir möchten Sie mal Skifahren sehen. Oh, ich weiß nicht. Bitte! Also ist, dann? Oh. Hoppla! Wow! Hä? Durchs Haus am Piraten gefallen. Und einfach das nur hoppla. Unglaublich. Weggekegelt. Sehr gut. Ja, ich war mal Skimeisterin in Weltwaren und habe... Was? Skimeisterin in Weltwaren? Ja, ich habe auch solche Weltwaren. Die liegen bei mir hinten im Keller. Diesen Pokal gewonnen. Oh. Und den hat sie zufälligerweise immer dabei? Oh. So. Hose. Welche Mama oder ich Papa möchte mal probieren? Oh. Warum nicht? Das war junges Ende, Alter. Wer will mal probieren? Wie viele Bäume braucht ihr denn? Wald. Da, bitteschön. Der ist gut. Wie viele Bäume braucht ihr denn? Antwort, Wald. Der ist gut, der ist wirklich gut. Dankeschön. Den Wüsteninseln macht es Spaß, auf der Dinosaurier herumzuhüpfen. Würde mir als Wüste genauso viel Spaß machen. Dinosaurier haben alles putt gemacht. Böse Dinosaurier. Was macht ihr denn da? Das ist unsere Wüsteninsel. Mit Straßen und Straßen und Straßen und... Was macht überhaupt eine Straße in der Wüste? Straßen und... Und Läden. Und Bäume. Es ist ja schon keine Wüste mehr, wenn es da alles gibt. Nur eine Wüstenstadt. Gibt's auch. Hier leben wir jetzt für immer. Okay. Viel Spaß, Mann. Wird's aber im Sommer warm. Oma. Sind ekelhaft. Die arme Oma. Das sind die Hühner von hässliche Oma Wutz. Saas. Und dann noch Saas. Das sind die Hühner von hässliche Oma Wutz. Saas. Hallo Hühner. Bitte? Ich muss die Hühner aber jetzt ins Bett f***. Ich muss die Hühner ins Bett. Ja, der ist gut, Alter. Gute Nacht. Nacht, Hühnchen. Oh, der Herr Fuchs. Hallo, mein Wutz. Schön die Hühner ins Bett gekriegt, oder? Oh ja. Schön gemütlich. Ich muss wieder los, Soos. Gute Nacht. Was? Wie funktioniert das, Papa? Ganz einfach, Peppa. Die beste Anleitung ever. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas bestellt und dann habt ihr 1000 Einzelteile da und wisst nicht, wie man es zusammenbaut und die Anleitung ist nur auf Japanisch, Italienisch und Fachjargon-Chinesisch und nicht auf Deutsch? Ich hasse das. Und ist es Zauberei? Ja. Ich glaube, das Problem hatte ich bei meinem letzten Mainboard im Januar, was ich bestellt hatte. Da waren alle Sprachen drin, bloß kein Deutsch. Zum Glück brauche ich es nicht auch. Wer sich nicht auskennt, braucht das mit Sicherheit. Zauberei. Doch, für diese Pins brauche ich das immer hier. Da gibt es so ganz kleine Pins für Power und Leuchte und so. Dafür brauche ich immer die Anleitung, damit ich gucken kann, wo was reinkommt.
Luluzi Locke kommt zum Spiel. Luluzi Locke. Hallo Schepper und Porsche. Hallo Lulu. Jetzt kommt Schepper mit. Guck mal hier. Das ist ein Löff. Das ist ein glänzender Löff. Guck, ich kann dich falsch rumdrehen. Bestes Ende ever, Alter. Setzt euch doch einfach zu und Teewutz. Es gibt genug, Mama. Ich setze mich auch immer gerne zu Teewutz. Jetzt gibt's auch noch Teewutz. Oh nein. Für alle. Was kommt als nächstes? Bäumewutz, Rasenwutz, alleswutz? Das klingt sass. Danke, Herr Bulbul. Herr Bulbul. Oh nein, da geht doch die Dings kaputt. Ja, was? Peppa. Okay. Die ist aus ganz feinem. Okay. Herr Bulle liebt ganz feines. Okay. Deswegen hat er sich das auch gerade ganz schnell reingezogen. Mit solchem Porzellan muss man sehr sofort. Welche Bauarbeiter schleppen überhaupt solches Teeporzellan mit sich rum? Normalerweise gehört doch das so ein Bier auf den Tisch, Mann. Richtig sein. Warum? Dieses feine Porzellan geht ganz leicht putt. Darum passe ich immer. Sehr gut aufgepasst. Oh weh, kündigt an, die Teekanne hat Herr Buller zertrümmert. Du ganz interessante Teekanne, wo kann ich die kaufen? Oh nein. Ich habe sie zu fest Jetzt ist ganz schön eine faltige Folge hier, Alter. Zumindest Ende. Boah, richtig geil, das hat mir gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn nicht getan, abonnieren. Dies sind verabschiede mich und bin damit raus.